So. Das heißt, um hier reinzukommen. So, die Items kommen hier hoch. Darüber und da rein. Das wäre eine Möglichkeit. Dann geht es hier direkt runter. Ne? Wir könnten das ja hier direkt drüber bauen, wo es runter geht. Dann können wir es hier direkt drüber bauen und hier direkt drüber. Hier direkt drüber bauen sogar schon. Dann brauchen wir dich gar nicht mehr. So. Das heißt, hier drüber und hier drüber könnte direkt eine Chest hin. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar machen. So, wir brauchen noch Komposter. Ich habe zu wenig Holz. Da brauchen wir einige einfach auch, um die ganze Maschine zu blockieren. So. Okay, ich mache das erstmal wie folgt. Hier drauf brauche ich eine Chest. In welche Richtung die zeigt, ist komplett egal. So, ich mache das aber mal schön symmetrisch. So. Hier drauf brauche ich Chests. Auf den Chests brauche ich wieder Hoppers. Also kann ich einfach so machen. Genau. Dann kann ich jetzt hier erstmal das Wasser hochbauen. Und da das Wasser hochgebaut ist, beziehungsweise dann, da die Dinger hochgebaut sind, kann ich hier schon mal Wasser reinpacken. So. Zack und zack. Ups. Genau, so haben wir das jetzt. Ja, das passt. Dann kann hier drüber der Komposter jeweils. Die habe ich auch hier. Sehr gut. So. Und so. Habe ich noch zwei Hopper? Ich habe noch zwei Hopper sogar. Okay. Das heißt, wir können es jetzt hier hochbauen, aber ich muss erstmal ganz kurz hier runtergehen. Genau, und wir haben hier also theoretisch noch Platz, um irgendwas anderes hier reinzubauen, aber eigentlich brauchen wir den Platz nicht. So. Ich gehe erstmal hier pennen. So. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Genau, jetzt müssen wir hier weiter hochkommen. Ich muss hier erstmal ja, das ganze Ding ein bisschen höher bauen. So, hier noch was drauf. Hier einer drauf und da vielleicht zwei, drei und ja, der Rest wird hier erstmal aus Stein. Ups. Und so, und so, und so. Oh, ich habe keinen Cleanstone mehr. Habe ich da noch? Ja, habe ich, okay. So, da habe ich Cleanstones hier drin. Und dann kann ich hier auch erstmal so. Und hier erstmal so. Und dann gehen wir jetzt hier wirklich mal Schritt für Schritt hoch. Genau, Wassereimer sind schon aufgefüllt. Verdammt. Ja, wichtig ist halt, dass das alles Source Blocks sind. Ich weiß, wir könnten mit Kelp arbeiten und Bone Meal, aber das ist mir dann doch zu teuer. So. Genau. Dann, ach so, damit hier keine Monster später spawnen, setze ich hier auch mal da eine Fackel in die Mitte. Und hier eine Fackel in die Mitte. So. Dann auf die Komposter kommt hier wieder ein Hopper. Genau, und dann können wir hier theoretisch außenrum erstmal hochbauen. Hier wäre halt, Scaffolding wäre gerade cool, aber haben wir nicht und machen wir jetzt auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen uns so hier hochbauen. Ich nehme schon mal zwei Wasser wieder. Und dann nehme ich mir hier wieder Andesite. Und wie sieht denn das jetzt von vorne aus hier mit dem Andesite? Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann kommt hier mal zwei hin. Hier zwei. Ups. Hier einer. Und hier zwei. Und da einer. Und der Rest wird jetzt aus Cleanstones. So. So und so. Und so. Und so und so. Und so. Und so. Genau. Dann mache ich hier einfach mal so ein bisschen da, da,
Da und hier vielleicht und hier vielleicht. Und dann kommt hier einfach nochmal der raus. Genau. Dass ich mal ein bisschen mehr Stone benutze als Andesite. So. Nächste Etage geschafft. Das heißt, hier muss zweimal Wasser rein. Und hier muss schon mal zweimal Wasser rein. Das kriegen wir hin. Einmal und zweimal. Und... so. Das hier kann schon wieder weg. Ja, das ist das große Problem jetzt natürlich, ne? Dass wir hier also ohne Scaffolding immer so blöd hochkraxeln müssen. Das wäre cool mit Scaffolding. Genau, und hier ist jetzt halt wirklich diese Säule, wo man auch nicht runterschwimmen kann, wo die Items gleich hochkommen. Genau, hier drauf brauche ich zwei Chests. Die habe ich sogar beide noch. So. Einmal nach hier. Ach nee, die war genau... ist egal. Dann mache ich die hier jetzt genau in die andere Richtung. So. Und da müssen mit Hoppern die Sachen, die Items reinkommen. Das heißt, ich brauche gleich nochmal Hopper, die ich nicht habe. Habe ich noch genug Material für zwei Hopper? Eins und zwei. Und zwei Hopper mindestens noch. So, habe ich noch. Okay. Ja, das reicht auch mehr Hopper. Ich mache nur die maximale Anzahl an Hoppern rein. Da kommt ein Hopper hin. Und hier kommt ein Hopper hin. Das heißt nämlich, die Seeds, die wir reinpacken, da haben wir im Endeffekt ein Zwischenlager von einem Hopper, einer Double Chest und den neuen Stacks unten. Für das, was rauskommt, haben wir hier natürlich ein größeres Zwischenlager, aber auch hier, wir haben die neun da unten, wir haben die Chests für den Overflow. Und dazwischen noch die Hopper setzen. Das heißt, da haben wir auch genug Platz für Bone Meal drin. So, das heißt jetzt hier 1 und 2. Achso, da, hier müssen wir gar nicht mehr hoch. 1 und 2. Und da müssen wir uns jetzt erstmal hier an der Seite wieder hochbauen. Vom Endeside her. So. Und vom Stein her. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack und zack. Ja, da unten müssten wir 1, 2, 3 Komposter brauchten wir theoretisch noch. Damit wir das da unten vernünftig zumachen können. Und dann nehme ich jetzt hier nochmal Andesite und... so. Jetzt ist der mir natürlich auch wieder ausgegangen. Aber da müsste ich auf jeden Fall noch genug haben. So. Fertig. Ach nee, warte. Das wollte ich hier hinbauen. So. Dann bleibt der hier weg. Da kommt hier Andesite hin. Und hier kommt nochmal Andesite hin. Nee, das ist zu viel. So, hier kommt Stone hin. Ne, das soll ja nur ein bisschen Textur sein, mehr nicht. So, da kommt Glas hin. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Wir brauchen hier Glas. So, der Hopper muss erreichbar sein. Die Kiste müssen wir nicht öffnen können. Das heißt, aber hier muss Glas hin, damit das Wasser nicht weggeht. Hier muss Glas hin. Und hier muss Glas hin. So, und hier das gleiche. Auf die Kiste kommt Glas. Dort kommt Glas hin. Und hier kommt Glas hin. Genau, jetzt könnte ich hier eigentlich direkt nochmal hochbauen. Du bleibst, ups, du bleibst weg. Hier kommt nochmal Andesite hin und hier kommt Andesite hin und hier kommt Andesite hin. So. Stone, 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 Stone und Stone, Stone. So, höher müssen wir nicht. Jetzt brauche ich nur noch Wasser.
Das ist okay. Ich weiß gar nicht, wie viel. Das sehen wir dann gleich auch. Genau. Die Treppe mache ich mir mal so, wie wir sie brauchen. Nämlich, ich glaube, 2 höher sogar, ne? So, kommen hier 18 Dirt. Das geht auch. Okay. Und Wasser einmal. Oh, Kacke. Ach ne, es geht noch dahin und dahin. Und dann nochmal 2 Wasser hier drauf, dass wir bis oben kommen, glaube ich. Oder war es jetzt nur ein Wasser? Ach ne, nur ein Wasser. Genau, so kommen nämlich die Items automatisch, die hier hochkommen, werden automatisch hier in den Hopper reinbewegt. Das ist das Gute. Und hier passiert jetzt das Gleiche. Das heißt, Nummer 1. Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht reinfallen mit den ganzen Löchern drin. Ein bisschen Schweizer Käse-mäßig ist das aufgebaut. So. Und dann Nummer 2 und Nummer 3. So, und das sollte jetzt funktionieren. Hoffentlich. Wir haben alles angeschlossen. Achso, ich bräuchte 3 Komposter theoretisch. Ich glaube, einen habe ich, ne? Oder wie viele habe ich? Komposter? Ach nee, ich habe nur 2 gemacht, genau. Aber ich würde da unten gerne, okay, reicht nicht ganz. Ah, ich mach mal kurz weiter. Aber warte mal, das sollte ja jetzt angeschlossen sein. So, ich guck noch mal ganz kurz. Doch, das funktioniert. Und weißt du was, ich mach hier mal, damit wir hier wirklich, falls wir mal Maintenance Work machen müssen. Aber die machen wir ja eigentlich nicht mehr, ne? Das bleibt ja eigentlich alles so. Was wir hier machen könnten, ist folgendes, und zwar das Ganze von oben einmal dicht machen. Dass weder wir hier reinfallen, noch dass irgendwer hier reinfällt. So, da ist auch nichts drin und da ist auch nichts drin, was blockieren könnte. Das ist gut. Hier das gleiche einmal. Dicht machen. Dass die Items hier auch vernünftig drin bleiben. So, alles andere können wir später machen. Ich werde jetzt einfach mal schlafen gehen und dann holen wir mal Seeds und dann gucken wir uns mal an, was wir hier Schönes gebaut haben. Ich glaube, das ist eine super Idee. Ach, ich renne einmal kurz rüber. Ich gehe mal Seeds holen und irgendwas wollte ich gerade noch machen. Ach genau, Komposter brauchen wir, also Holz holen. Die Komposter unten einfach nur dafür, dass dass die gelockt sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da auch, ob wir da auch einfach was drüber setzen könnten, an Stein oder so, aber ich setze mal einen Komposter drüber, weil da weiß ich sicher, dass es funktioniert. Bei den anderen Sachen wüsste ich es jetzt nicht. So. Und dann mache ich hier nochmal ganz kurz so. Und dann Komposter. 3 Komposter. Ein Bettchen und einmal pennen gehen. So, ich brauche Seeds, die wir nicht mehr brauchen. Ach, ich hätte hier einfach die 2 Komposter wegnehmen können. Aber ist egal. Okay. So, das ist jetzt ein bisschen was. Und das heißt, wenn wir die jetzt in das Silo reinpacken, die Silos werden übrigens noch ein Stück höher werden. Aber ich glaube, das ist okay, ne? Mit dem Stein, dass wir das aus Stein gebaut haben. Als Silo. Oder hätten wir das lieber aus was anderem bauen müssen? Ich meine, das sieht halt schon passend aus, ne? Ja, gut, mit dem Hügel dahinter. Oh. Gut, im Wald, ich weiß es nicht. Hätten wir das anders bauen müssen? Aus anderen Materialien? Aber eigentlich passt das so, ne? Ach komm, das wird schon passen. So, dann machen wir jetzt folgendes. Hier 1, 2, 3 Stacks rein. 3,5. Und auf der anderen Seite hauen wir auch 3,5 Stacks rein. So, 3,5 Stacks. Das ist unser Output. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, sollte es funktionieren. Ich mach mal ganz kurz hier Musik als Pause. Der Moment ist gekommen. Der Moment ist gekommen. Ach, ich freue mich. So, also das Silo ist fertig. Ich guck noch mal ganz kurz, aber doch, das sollte passen. Ja, achso, wir könnten uns da nochmal runterbauen, beziehungsweise unten reinbauen. Wo kann ich mich denn gut unten reinbauen? Hier unten kann ich mich reinbauen. Die Komposter draufsetzen.
Das mache ich nochmal ganz kurz. Das heißt, einfach vielleicht hier. So, ja, das passt. Ist hier jetzt irgendwas reingefallen? Nee, gut. Komposter. Da vorne komme ich nicht dran. Verdammt. Komme ich hier so dran. So, und dann einfach da einen drauf, genau. Zack, zack. Einfach, damit der Leck weniger ist. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie hatte ich die hier? So bestimmt und so, ne? Lassen wir das mal so. Und dann würde ich sagen, drücken wir auf den Knopf.